Okay, das muss ich schon mal nicht säubern, das ist ganz gut. Also, ich muss nicht komplett von vorne anfangen. Ich habe also die 5 Leben und nach diesen 5 Leben weiß ich halt nicht, was dann passiert. Ob ich da dann komplett von vorne anfangen muss, das wäre ein bisschen, naja, wie soll ich das sagen? Nicht so geil halt. Okay, wir jumpen hier mal runter. So, mein Inventar ist wahrscheinlich auch leer, schätze ich einmal. Ach nein, wir haben unser Inventar noch. Unverseuchtes Holz. Unverseuchtes Holz, makelloses Holz, so zugeschnitten, dass es keinerlei Spuren der Seuche enthält. Ein wertvolles Baumaterial. Okay. Also unser Inventar haben wir trotzdem noch. Finde ich schön. So. Okay. Jetzt muss ich mal gucken. Ich muss uns auf jeden Fall hier erstmal was zu essen machen. Und das packe ich hier rein. Ich könnte mir auch Verbandsmaterial machen. Was ist denn das da? Das Giftsporn, ein Kraut mit Heileigenschaften, größtenteils unverseucht. Ein Kraut, das Blutungen stillt und die Heilung von Haut, Fleisch und Knochen beschleunigt. Diese Pflanze existiert von der Verseuchung nicht, scheint aber gegen ihre Wirkung resistent zu sein. Okay. So, ich guck mal kurz, was ich so herstellen kann. Ist 30 Grad am Feuer. Schön. Herstellen. Dafür brauche ich Blutdorn, Bitterwurzel und unheimliche Essenz. Ah, ja, habe ich ja auch zwei gefunden noch. Pfeile kann ich herstellen. Brauche ich aber noch nicht. Ich habe sowieso keinen Bogen. Essen, das wollte ich herstellen. So. Und Feuerholz bekomme ich 4 draus, wenn ich unverseuchtes Holz verarbeite. Und das muss ich auch machen. Ich brauche nämlich das Feuerholz. Okay. Ja, verlassen. So, dann packe ich das da rein hier. Unheimliche Essenzen. Aber ich meine, ich sterbe ja so. Also, wenn ich sterbe, verliere ich ja sowieso nichts von meinem Inventar. Könnte ich teilweise auch die Sachen einfach mitnehmen. Aber jetzt zum Beispiel das Feuerholz. Ne, Feuerholz behalte ich auf jeden Fall. Und das Giftsporn, das kann ich mal reinlegen hier. Und Blutdorn lege ich auch rein. Muss ja nicht unnötig die Sachen hier rumschleppen. Es ist wahrscheinlich, ja, ist gerade am dunkel werden oder ist schon dunkel. Gut, ja. War jetzt nicht so gut. Wir haben jetzt ein Leben verloren. Hätte nicht sein müssen. 5 Leben haben wir aber noch. Ich laufe jetzt einfach mal links rum. Also wir müssen uns wirklich hier eine Rüstung bauen. Dass wir ein bisschen mehr Schläge aushalten. Ja, ist ja gut. Ah, da vorne ist ja was. Ja. Sieht nicht so aus, als könnte ich hier irgendwas gebrauchen. Oh doch, hier ist eine Tasche. Oh nein, 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 das Ding. Oh. Schöner Bug. Alles klar. Das Ding will auf die Fräse. Also kriegt's auf die Fräse. So, schön hier draufböllern auf den Boy. Schöner Uppercut hier. Fackel ins Gesicht. Ganz einfache Geschichte, ja? So macht man das. Zack, nehmen wir alles mit. Essen können wir uns jetzt auch wieder nochmal ein bisschen was machen. Das ist gut. So, die Fackel hat auch nur eine bestimmte Haltedauer. Deshalb packe ich sie wieder ein. Schnapp dir deine Waffe, das Lager wird angegriffen. Schnapp dir deine Waffe, das Lager. Ja, ist ja okay. Habe ich ja jetzt verstanden, dass mein Lager angegriffen wird.
Ich habe schon wieder so eine Linie im Bildschirm. Da komme ich nicht ganz durch. Und manchmal flackert es ein bisschen. Also weiß nicht, ob das jetzt an mir liegt oder am Spiel. So. Ist hier noch was zu holen? Feuerholz. Perfekt. Packen wir ein. Und da ist auch ein Gegner. Aber ich glaube, den lasse ich jetzt einfach mal in Ruhe. Ah, da war ich ja vorhin schon. Hui. Da ist eine Tasche. Oh, Pfeile. Giftsporn, Blutdorn, Bitterwurzel und Verband. Wunderbar. Was ist das für ein rotes Licht hier? Ah, okay. Alles klar. Ah ja, hier war ich auch. Es wird wieder hell. Das ist gut. Also gut für mich. Da gab es ja nichts zu holen. Ist das schon der Rand von der Map? Nee, oder? Wäre ein bisschen klein. Glaube ich. Da vorne ist noch eine Hütte. Hier kommen wir auch rein. Ah, hier ist noch was. Unverseuchtes Holz, wiederverwerten und Kupfererz von einem Metallarbeiter aus weichem Chalkosin gewonnen, kann zermahlen, konzentriert und zu Kupfer geschmolzen werden. Kupfer! Was können wir aus Kupfer machen? Rüstung oder Schwert? Eventuell? Werden wir noch sehen. So, da ist eine Hütte. Da gehe ich mal straight hin. Da. Jo, alles klar. Der sieht böse aus. Hier schön den Schlitzer hier wegschlitzen. Mit der Fackel natürlich. Okay, das Rollen war jetzt nicht so gut. Okay, komm ran. Hier schön in die Fräse. Und wegrollen. Oh, hast du daneben geschlagen? Das tut mir aber leid. Ja, jetzt geht's halt auf die Fräse. Ich kann nicht mehr rollen. Boah, das mit der Ausdauer ist ein bisschen, ja. Semi-gut. Was ist da drin? Eine Fackel, unheimliche Essenzen, Pfeile, Feuerholz. Nahrung, unheimlicher Balsam. Eine winzige Menge der Energie der Finsternis, die gezähmt und verdünnt wurde, reicht um die Heileigenschaften von Blutdorn drastisch zu. Alles klar. Denke mal, dass es gut ist. So, ich glaube. Nein, das wollte ich nicht. Tut mir leid. Das hier wollte ich machen. Inventar. Und dann. Baue ich mir ein Lagerfeuer? So. Und das Lagerfeuer. Wie kann ich das jetzt aufstellen? Aha, okay. Mit A platzieren. So. Perfekt. Wir haben ein schönes Lagerfeuer. Und jetzt stelle ich mir ein paar Sachen her. Zum Beispiel hier Nahrung. Auf jeden Fall. Stell mir hier drei her. Heiltrank, Giftsporn, Bitterwurzel und unheimliche Essenz. Ich stelle mir mal eins her, ja, dass ich's hab. Oh, da unten kann ich. Eine Holzfällerachs. Faser, Wiederverwerter, unverseuchtes Holz. Ja, perfekt. Das ist wunderbar. Da können wir Bäume fällen und bekommen Holz draus. So, komm, wir machen nur eine Suppe. Perfekt.
und ruhen uns ein wenig aus. Machen wir mal 2 Stunden. So. Okay, jetzt gucke ich mal kurz nach im Inventar. Ich muss auf jeden Fall was essen. Okay, ich esse nochmal was. So. Und die Axt. So, jetzt bräuchten wir noch einen Bogen. Das wäre nicht schlecht. Wir haben nämlich 10 Pfeile. Und mit dem ganzen Holz können wir bestimmt noch mehr herstellen. Warum sind die 2 nicht zusammengesteckt? Hat das einen bestimmten Grund? Ja, egal. Gucken wir mal hier. Schöne Axt. Warum packt er die wieder ein? Was macht der? Was? Ich packe nur die... Warum schlägt der? Hallo? Alles in Ordnung mit dir? Okay. Hinsetzen wollte ich mich eigentlich nicht. So. Brennt das jetzt die ganze Zeit da? Wenn ja, dann ist das auf meiner Map verzeichnet? Ja, ist es. Wenn das jetzt die ganze Zeit brennen würde, wäre das perfekt. Da habe ich nämlich da hinten ein Lager und hier ein kleines Zwischenlager. So, da vorne der Strommast. Da wollte ich noch kurz nachgucken. Okay. Jawohl. Habe ich mir schon gedacht, dass die hier Kisten sind. Essenzen. Holz. Boah, und Nahrung ist auch dabei. Pfeile. Jagdpfeile. Eine Fackel. Feuerholz, Nahrung und unheimliche Rezeptur. Ey, das ist ja der Jackpot hier. Perfekt. Ich glaube... Ich laufe jetzt am besten zurück und packe mir ein bisschen was in die Kiste, dass ich nicht zu beladen bin. Wenn ich nämlich in mein Inventar gucke, ist schon ziemlich voll hier. Ja, lauf mal. So. Okay. Da muss ich jetzt in diese Richtung. Laufen wir mal straight durch. Kann ich das Holz hier jetzt rein theoretisch fällen? Oder müssen das richtige Bäume sein? Ich habe gedacht, dass ich die Stümpfe hier vielleicht auch verarbeiten kann. Aber geht nicht, wie es aussieht. Aber ich habe wieder keine Ausdauer. Da. Hier nochmal warten. Hier ist ein Gegner. Ich könnte mal ganz kurz gucken, wie meine Axt so, wie viel Damage die macht. Komm mal ran hier. Naja, so viel Damage macht die jetzt auch nicht. Die haben halt wirklich, also die Schüsse sind so lahm, da brauchte ich gar keine Angst zu haben. Und weg ist er. Easy. Okay, wir laufen jetzt erstmal zurück. Erstmal zurück hier. Alles abladen. Da komme ich nicht durch. Hier bin ich ja richtig, ja. Ja, hier bin ich richtig. Da vorne sind Bäume, da kann ich es nur mal kurz ausprobieren mit der Axt. Vielleicht kann ich auch nur bestimmte Bäume fällen, ich weiß es ja nicht. Deswegen, probieren geht über studieren. Hier, der Baum. Der Baum sieht doch gut aus.
Holz fällen. Interagieren. Jawollo. Jetzt hacken wir mal den Baum hier. Ordentlich draufgeklöppelt. Gucken wir mal, wie viel wir davon bekommen. Muss ich da nichts mehr einsammeln? Habe ich das jetzt schon im Inventar oder? Nehmen? Boah, das ist ein bisschen sehr viel. was ist das? Verdorbenes Holz. Leicht versäuerte Holzstücke, die von einem Gefährten mit der Fähigkeit Holzfällen zu Feuerholz verarbeitet werden können. Mit der Fähigkeit Holzfällen. Ich glaube, die Fähigkeit besitze ich nicht. Und obwohl, ich habe ja einen Baum gefällt. Wäre komisch, wenn ich das nicht könnte. Also, die Fähigkeit nicht besitze. Das Lager wird angegriffen. Ich glaube, das ist ein bisschen buggy. Kann das sein? Das ist ja mein Lager und hier... Was war das? Werde ich hier wirklich angegriffen? Ich habe keine Ahnung, echt. Also ich manchmal checke ich das Spiel echt nicht. Aber egal. So, wir laufen jetzt erstmal hier an unsere schöne Kiste. Und da böller ich jetzt ein bisschen was rein. Zum Beispiel hier die Jagdpfeile und die unheimlichen Essenzen. Rezeptur. Balsam. Ich habe jetzt Holz en masse. Wirklich, also ist sehr viel. Kupfererz. So, dann gehe ich mal kurz ans Feuer. Guck mal, was ich herstellen kann. Herstellen. Aber erstmal hier nochmal was essen. So. Notunterkunft. Trage viel Feuerholz zusammen, um eine Notunterkunft gegen das erbarmungslose Wetter zu errichten. Das wäre nicht schlecht. Das baue ich mir auf jeden Fall, falls ich mal unterwegs bin und dann wieder so ein Windsturm herzieht. So, dann baue ich mir ein Lagerfeuer auf Reserve. Und dann, was brauche ich denn dafür? Faser. Dann müsste ich die Bitterwurzeln verarbeiten zu Fasern. Dann könnte ich mir einen Bogen herstellen. Schwert aus Restmetall. Da brauche ich auch Faser für. Unverseuchtes Holz habe ich genug. Wiederverwerter. Zwei Stück. Da habe ich doch welche reingelegt, glaube ich, noch. Gucken wir mal kurz nochmal in die Kiste. Wiederverwerter. Faser. Ich kann mir ein Schwert herstellen. Herstellen. Schwert. Perfekt. Das ist perfekt. So, Bitterwurzel. Okay, ich könnte nochmal eine Faser herstellen. Dann könnte ich mir auch einen Bogen herstellen. Oder auch nicht. Ich habe kein unverseuchtes Holz mehr. Oder habe ich das auch in die Kiste gelegt? Nein, habe ich nicht. Okay, alles klar. So, das böller ich mal da rein. 1000 Holz kann ich da rein tun. Ja, alles klar. Wiederverwerter. Das mache ich auch da rein. Hier, alles rein. Blutdorn. Das auch. Schwert nehme ich mit. Das nehme ich auch mit. Fasern rein. Essen haben wir auch jetzt genügend. So, jetzt will ich erstmal hier gucken. Nein, das wollte ich nicht. Und zwar das Schwert will ich mir ausrüsten. Ist das auf dem Bild abgebildet, wenn ich das ausrüste? Nee. Okay. So. Jetzt haben wir ein Schwert, endlich. Sieht zwar ein bisschen verschrubbt aus, aber solange es seine Aufgaben erfüllt, ist alles in Ordnung. Okay, dann würde ich sagen,
mache ich hier eine kleine Pause. Ja, ich muss nämlich noch was erledigen, deshalb kann ich die weitermachen. Aber ich lade die Videos hoch und frage euch dann einfach, wie ihr das Spiel bis jetzt so findet. Ob ich es vielleicht auch weiterspielen sollte, ob ihr es wollt oder nicht. Ich würde es auf jeden Fall gerne noch weiterspielen. 5 Leben haben wir ja noch zur Verfügung. Und bis jetzt macht es wirklich Spaß. So Survival-Spiele finde ich eh immer geil. Und das hat auf jeden Fall wirklich, also dafür, dass es im Early Access ist, hat es wirklich Potenzial. Also, ich, es kostet, wie viel hat es jetzt nochmal gekostet? Ich kann mich gerade nicht erinnern. Ich glaube, 26 Euro? Ich glaube, es waren 26 Euro. Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, es waren 26, ja, wie gesagt. Falls ihr das Spiel geil findet, könnt ihr es auf Steam haben. Ich packe auch in die Beschreibung einen Link rein. Und wir sehen uns, hören uns in der nächsten Folge, im nächsten Video. Ciao, ciao.